Münztelefon ist der erste von drei interludeartigen Songs, die so über das Album verteilt sind, die alle einzelne und leicht absurde Situationen schildern. Ein guter Freund von mir hat mir mal ein Gedicht zugetragen von einer großartigen Schreiberin, die unter dem Pseudonym Dichtstoff unterwegs ist. Und das hat mich sofort dazu inspiriert, dieses Ding zu schreiben. Ich war auch sehr aufgeregt, als ich ihr das dann geschickt habe und sehr erleichtert, dass ihr das dann auch so gut gefallen hat. Ich weiß noch, dass ich die Strophe fertig hatte, nicht genau wusste, was ich damit anfangen soll, das Ganze dann Philipp von den Bee Gees a cappella eingerappt habe, nur auf den Klick, und er drumherum dann diesen Beat gebaut hat. Und das ist dann bis heute auch meine Vocalaufnahme geblieben. Also in Wirklichkeit habe ich nie auf diesen Beat gerappt. Und bin im Nachhinein sehr froh, dass uns das Ding noch rausgerutscht ist, relativ gegen Ende der Albumphase, weil ich lange auf der Suche nach einem Album-Intro war und lang mit dem Gedanken gespielt habe, dass Lebenslauf der erste Song wird, war mir dann aber doch zu plakativ und zu sehr mit der Tür ins Haus fallend. Und Münztelefon ist dagegen halt ein sehr offener, abstrakter Albumanfang. Die Stimmung hat irgendwie was leicht Mysteriöses und das fand ich dann irgendwie den schöneren Start.